Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 26 von Simotrans mit dem Comic Pack. Hier unten steht die Kutsche mit Nichtladen. Das haben wir letztes Mal gemacht. Die fährt noch bis nach Weiterstadt. Da ist eine Person dran, die müssen wir noch abliefern. Und ja, da müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Ne? Ich habe ja dann das zurückgestellt gehabt mit den 42 Millionen. Das war so, aber das läuft alles prima, denke ich so. Dann gucken wir nach dem Intro weiter, wie es da los ist, ne? Oder wie es da weitergeht. Bis gleich. So, jetzt die Kutsche, die fährt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ah ja, BRSD ist wohl falsch, ne? Dann müssen wir mal gucken, dass wir was anderes nehmen. Orthodoxe Kirche, das ist jetzt, ja, okay, wenn wir weiter statt, aber wenn wir jetzt natürlich in die Kutsche hier reingucken, ne, dann sehen wir natürlich sofort, dass der Fahrplan natürlich auch die orthodoxe Kirche. Ich glaube, wir müssen einen vielleicht fahren lassen wegen den Kirchen, dass die da noch bedient werden, ne? Ist nur die Frage, ob da was passiert. Das haben wir gar nicht bedacht letztes Mal, ne? Der kommt ja jetzt gleich an, ne? Und nicht laden machen wir mal gerade aus, wa? Weil vielleicht steigt da ja doch noch einer ein, ne? Aber da ist gerade keiner. Okay, ich glaube, ich lasse die, auch wenn sie uns miese einfährt, lasse ich sie trotzdem laufen, weil, ja, vielleicht ist ja doch mal irgendwo einer. Da war doch, war da noch eine Kirche? Ne, ich glaube, es war nur eine, ne? Oder? Ja, es war hier nur einer auf dem Stück, ne? Aber wir können es natürlich auch so machen, dass sie nur die Kirche anfährt, weil der Weg ist ja sonst so weit. Ja, ist eine Idee, die wir nehmen können, glaube. Das heißt, wir lassen das, ich glaube, Weiterstadt ist näher wie Naumburg. Ja, dann lassen wir die, da ruhig noch hinfahren, die eine Kutsche. Dann müssen wir die Linie ändern. Fahrplan ändern. Naumburg habe ich gesagt. Doch, Naumburg-Rathaus ist... Okay, ja. Das bedeutet, wir streichen Naumburg und wir streichen das. Und jetzt fährt er hoffentlich richtig weiter. Fährt nach Weiterstadt. Ich hoffe, ich habe gerade auch die Linie geändert, weil das wäre ja wieder mal so... Ja doch, ich meine, ich hätte ja hier die Linie geändert, dann passt das, ne? Ja, das ist ja die Linie, das ist nicht das Fahrzeug. Gut, dann haben wir das richtig. Dann müssen wir mal weiter schauen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Stand der Dinge, wo wir was gemacht hatten. Dadurch, dass wir auch den Spielstand zurückgestellt hatten und sowas. Also Naumburg sieht gut aus. Hier oben ist Bad Zwischenahn, da ist auch alles richtig. Ja, das passt. Zittau können wir angucken, das ist hier auch um die Ecke. Ist passend, dann ist Jena hier, glaube ich, als nächstes, ne? Jena ist abgedeckt, passt. Dann haben wir Mettmann. Mettmann ist auch abgedeckt. Dann haben wir Eislingen. Ist abgedeckt. Ich glaube, ich bin letztes Mal noch durchgegangen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Weiterstadt ist auf jeden Fall auch abgedeckt. Dann ist unten Öhr. Das sieht auch gut aus. Dann haben wir noch Hamburg da oben irgendwo. Hamburg wächst langsam hier, aber ist noch nichts außerhalb. Und welcher Ort war hier? Netfen oder wie heißt das? Netfen. Ah, Netfenbraune Bushaltestelle. Dann bauen wir da doch mal eine Bushaltestelle hin. Und es sieht so aus, als ob wir die einfach hier längs hinbauen können, ne? Zack. Und dann müssen wir hier nur schauen, gibt es hier einen Stadtbus? Nein, hier gibt es ja noch gar keinen Stadtbus, ne? Können wir mal gerade hier reingucken mit Verbindung, aber da gibt es noch keinen Stadtbus. Gut, das wird bedeuten, wir müssen hier den ersten Stadtbus machen. Dafür müssen wir nach Mettmann. Und in Mettmann müssen wir dann die Kutsche fertig machen. Fahrplan. Nee, kein eigener Fahrplan. Fahrplanlinie. Jetzt müssen wir da wieder hin. Ich hoffe, ich treffe das jetzt so einigermaßen. Nee, ich glaube, jetzt müssen wir höher, ne? Oder?
Da ist es. Von da nach da müssen wir fahren und das ist Stadtbus Netfen. Schuss passt. Können wir auch machen so. Das ist okay. Und wir starten die Kutsche. Nee, das geht noch nicht, weil hier die Linien mal sein muss. Aber jetzt geht's. So, dann haben wir das auch. Dann sind wir hier durch mit Eislingen und so. Jetzt müssten wir dann nach Roßlau. Da meine ich, hätten wir aber letztens noch alles gemacht soweit. Das sieht auch gut aus. Ach, hier waren die zwei orthodoxen Kirchen nicht da unten. Oder sogar drei sind es ja sogar. Was sagt Lübeck uns? Lübeck ist auch noch gut. Dann gibt es noch Attendorn, war das, glaube ich, hier, oder? Attendorn ist auch abgedeckt. So, dann haben wir hier noch Stadthagen. Das war Burgen, die vier Sightseeing-Tour-Geschichten da. Hier ist alles abgedeckt und Pattberg. Ne, Palenberg war das. Palenberg ist auch abgedeckt. Dann passt das soweit erstmal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Linienverwaltung rein. Und schauen mal, wo eine Bushaltestelle ist, die voll ist. Bezeichnung nicht, sondern wartend. Und dann müssen wir hier hin, da warten ganz viele. Mettmann Rathaus. Wo ist denn das? Wie heißt denn das? Eislingen Rathaus ist das. Da. Das bedeutet 48 Mettmann Rathaus über Mettmann Erlkönigweg. Das heißt, uns fehlt hier irgendwie noch ein Zug, ne? Und er fährt ziemlich weit hier durch die Gegend, oder? Und da ist er. Okay. 13 Passagiere nur, weil er von wo kommt? Von Öhr. Hält jetzt gleich in Weiterstadt an und dann müssen wir mal gucken, wie viel in Weiterstadt los ist, ne? Ja, da fährt er jetzt in den Bahnhof rein. So, mal schauen, wie viel einsteigen. Viere steigen aus, der Rest steigt, bleibt drin. Und 36 steigen ein, okay. Ja, dann machen wir gerade ein Stück schneller. Sind hier und dann steigen Dreier wohl aus, der Rest fährt weiter. Und die 48, ne, sind ja schon mittlerweile 58, ach, da kommen ja auch noch Zittau zu und so. Hm, vielleicht ist er voll? Ne, nur 33. Ach, Zittau ist doch da auch. Mettmann über Erlkönig. Da ist doch noch irgendwas faul dann. Die müssten doch jetzt alle da mitfahren. Ist hier noch eine Kutsche? Nicht wirklich, oder? Das müsste doch ein Stadtbus hier sein, oder? Stadtbus Mettmann, ja. Wo fahren denn die anderen? Ist auch der Stadtbus. Stadtbus Mettmann, warte mal. Achso, das war eben die Geschichte nur Rathaus Erlkönigstraße oder Weg oder wie das auch immer heißt. Aber irgendwas ist doch hier faul. Wieso stehen hier die noch? Die hätten alle mitfahren können. Stadtbus Eislingen. Das ist andere Richtung. Nee, dann muss es noch irgendwo eine Linie oder sowas geben, oder? Dann müssen wir hier mal gucken, ob wir noch äh,
Eislingen-Netphen. Warum sind die da eben nicht eingestiegen? Das ist die Frage. 51 sind da drin. Was war hier falsch? Zittauer Rathaus über Mettmann Erlkönig. Alles über Mettmann Erlkönig. Warum werden die nicht mitgenommen? Direkte Verkehrsverbindungen, ja. Straße haben wir in die andere Richtung und Eislingen. Und das ist der Personenzug. Das passt alles hier. Aber die sind da nicht eingestiegen. Warum sind die nicht eingestiegen? Das ist nichts. Was passiert jetzt hier? Warum funktioniert das so schlecht? Lass den mal einmal schnell durchlaufen. So, jetzt fährt er mit 23 Passagieren zurück. Wo fährt denn der jetzt lang? Ach, nach Oer noch, der war erst in Weiterstadt. Lass ihn verfolgen. So, jetzt kommt er hier nach Weiterstadt, oder? Ja. Da sind die 48, jetzt müssen die 27 nach Zittau aber damit einsteigen. So, Zuglänge, kein Problem. Haltestelle, kein Problem. Sollte alles beieinander sein, ne? Die müssen alle weg. Und die steigen alle nicht ein. Irgendwas ist hier faul. Aber was? Was ist hier faul? Mettmann Erlkönig, Eislingen Rathaus. Eislingen Rathaus, Mettmann Erlkönig. Die Richtung ist richtig. Das ist hier. Oder passt da was nicht? Da sind jetzt wie viel drin in dem Zug? 43. Ich kann es mir nicht erklären, wo da das Problem momentan ist. Hier 10 Passagiere sitzen da drinnen. Hier sitzen 15 drinnen. Haltlänge 2 passt. Selbst wenn der hier, da ist der Stopp, das wäre ja auch Haltlänge 2. Würde auch gehen. Ist mir jetzt schleierhaft. Fahrtanzeiger. Da fehlt mir aber jetzt hier der Bahnhof, oder? Oder vertue ich mich jetzt?
Ankunft aus. Irgendwie fehlt hier doch das mit dem Dingens, sag schon. Mit den Zügen. Haben wir hier einen falschen Bahnsteig oder was? Nein. Nebenbahngleis. Oh je. Ich kann es mir gerade nicht erklären. Hier steigen sie alle aus und steigen da auch ein. Wieso fährt denn der jetzt hier auch nicht nach Jena? Der müsste doch noch. Ach nee, da sind zwei Züge unterwegs, glaube ich, ne, oder? Ja. Zitauratos, der fährt da schon mal hin. Ist mir ein bisschen schleierhaft gerade, was hier falsch läuft. Hier stehen jetzt auch 41, die nach Netpfen fahren sollten. Und der war ja auch nicht voll. Die können da jetzt auch nicht alle warten, oder? Oh Mann, ey. Ja, schwierig. Weiß ich auch nicht. Muss ich gucken. Werden wir wohl dran herumdoktern müssen. Ich werde da mal was testen, während ich das offline dann teste. Würde ich sagen, wir verbleiben erstmal so, dass ich mir das nochmal angucke und dann schauen wir mal nächste Folge, wie es da weitergeht. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!